Hier haben wir von BIG den Go-Wing Lens Holder. Das ist ein Objektivhalter für einen schnellen Objektivwechsel. Den haben wir für verschiedene Kamerabajonette natürlich auch im Programm. Und ich werde jetzt diesen Film demonstrativ für die ganzen anderen Bajonette, die wir noch haben und für die, die auch noch kommen werden, hier am Hand des Canon IF Mounts einfach mal eben vorstellen. So sieht er aus, der Wing Holder, und den schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen im Detail an. Dieser Lens Holder, dieser Objektivhalter, wohl auf Deutsch ausgesprochen hier, ist im Endeffekt eigentlich nichts anderes als halt dieses Mittelstück, was wir hier haben. Und an jeder Seite befindet sich hier ein Bajonett, wie wir das halt eben auch von der Kamera aus kennen. Das Ganze ist dafür gedacht, dass man halt eben, wenn man dann zwei fixe Objektive, Festbrennweiten oder Zoom-Objektive hat, mit denen man halt in der Regel meistens so unterwegs ist. Zielgruppe ist jetzt auch hier mehr so im Bereich der Hochzeitsfotografen gesucht und natürlich auch halt eben, was jetzt die ganze Fotografie angeht, man halt eben mobil sein muss, unterwegs sein muss und vor allen Dingen nicht ständig entweder A, eine Fototasche mit sich rumschleppt oder halt eben auch B, einfach dann nicht einfach jetzt in der Natur zum Beispiel draußen einfach jetzt ritsch-ratsch, ne, die Tasche aufmacht, das Objektiv daraus holt und in der Zeit ist dann sowieso schon der Fuchs und der Hase sind schon längst weggelaufen, da ausgegangen wird auch zu hoffen, dass sie noch da sind. Dafür ist halt eben dann diese Lösung hier gedacht, dieser Go-Wing. Wer hat also hier an der Bajonettseite die Markierung, wie man sieht, also auch von oben, wenn man drauf schaut, und einmal von vorn der rote Punkt. Der befindet sich natürlich auch dann immer jeweils auf der Bajonettseite des Objektives und natürlich auch für die Gegenseite. Zack. Und dann wird das Ganze einfach dann hier so verschlossen, in Anführungszeichen. Wir haben also einmal hier diesen Kreis, wenn man das Ganze ansetzt und hier einmal ausgefüllt schwarz, das ist dann close, also hier einmal in die Richtung und in der anderen Richtung natürlich dann spiegelverkehrt. Darum auch hier die beiden Symbole und deswegen sind die ja auch so versetzt, weil das eine halt ja eben dann einmal umgedreht ist. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Das Ganze kann dann halt eben ganz bequem hier am Körper getragen werden mit dieser Trageschlaufe, die dabei ist. Und dann wäre der normale Aggregatzustand halt eben dann der. Ich habe also hier mit der Schlaufe das dann einfach hier über die Schulter jetzt geführt. Das kann man auch einfach so tragen, ne? Also wieder so versetzt einfach über die Schulter. Ich habe es halt eben über Kreuz genommen mit dem Arm durch, weil das für mich auch bei Fototaschen immer noch so die sicherste Variante ist. Denn auch wenn ich mit Kamerataschen unterwegs bin, wenn ich kein Black Rapid habe, dann mache ich das meistens auch immer so. Und ja, zum Lösen ist also hier dann so ein kleiner Stift, den drückt man dann einfach mit der einen Hand am besten, dreht das Objektiv ab, macht es an die Kamera, nimmt das andere Objektiv von der Kamera und macht es dann wieder dran. Das heißt, im besten Fall der Fälle haben Sie dann im Prinzip drei Objektive immer dabei, also einmal die beiden, die zugriffsbereit sind praktisch, und das dritte würde sich halt eben dann an der Kamera befinden, das würden Sie jetzt runternehmen. Das Objektiv würden Sie jetzt wechseln, dran machen. Jetzt habe ich gerade kein drittes Objektiv hier, der Vorführeffekt, aber das wäre das Objektiv, was ich hier dran machen würde. Oder halt eben dann auch dementsprechend auf der anderen Seite das Objektiv, was natürlich auch mit dieser Sperre ausgerichtet ist, hier ausgestattet ist, meine ich. Und dann kann man hier einfach die Objektive ganz schnell, wie man sieht, einfach wieder wechseln. Natürlich sollten dann auch die Kappen hier vorne dran sein, ne? Sie sehen also hier voll der Amateur, auch die habe ich jetzt nicht hier dabei, ist halt immer noch im Studio. Da passiert schon nichts. Das ist also halt eben hier dieser riesengroße Vorteil, dass man also im Endeffekt, wenn man das Objektiv von der Kamera mit damit zuzählt, dass man also halt eben drei Objektive, also eins plus die zwei, die dann hier dran sind, halt wirklich im schnellen Wechsel hat, ohne dass man jetzt irgendwie die Tasche aufmachen muss oder eine Tasche mitnehmen muss. Normalerweise hat man eigentlich eine Tasche eigentlich auch fast nur mit. Also bei mir ist das meistens so, bis ich jetzt hier auf diese Lösung gestoßen bin, nur um meine Objektive noch mit zu transportieren, weil ansonsten an Kamera-Equipment, wenn man sonst nichts braucht, dann ist es halt eben wirklich der einzige Grund für eine Kameratasche. So in meinem Fall halt eben auch. Das entfällt hier mit und ich wünsche mir natürlich auch von den Herstellern, dass da vielleicht noch mehr Bajonette nachkommen. Ich denke da auch so ganz speziell an so kleinere Versionen, vielleicht für Leica oder halt eben auch für die Fuji, fürs X-Mount. Und dann könnte man dementsprechend auch mit diesen kleinen Objektiven einfach hier die immer so bei sich tragen, ohne dass man eine große Tasche mitnehmen muss. So, das also hier bei uns im Shop von BIG, die X-Wing, die wir hier, die Go-Wing, die X-Wing, jawohl, X-Go-Wing. Und ja, tolle Erfindung, ganz tolle Sache, ziemlich einfach, aber auch sehr effektiv und kann ich nur bestens empfehlen.